Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Ich glaube, so charakterlich kann ich schon meinen Ehrgeiz und meinen Siegeswillen mit reinbringen. Der Mannschaft auch außerhalb vielleicht und gerade dann auf dem Platz. Aber ich glaube, fußballerisch halt einfach meine Zweikampfstärke in der Defensive, dass hinten die Null steht, dass wir versuchen wirklich alles zu verteidigen, was auf uns zukommt und ja, dann hoffentlich auch ins Finale zu kommen. Endlich, Johanna Elsig hat es geschafft. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die kampfstarke Verteidigerin in die Nationalmannschaft berufen und zwar mehr noch in den Kader für die Frauenfußball-WM im Sommer in Frankreich. Das hat sie sich mit ihren Leistungen, ihren Führungsqualitäten und ihrer Siegermentalität auch längst verdient. Da waren sich in Potsdam alle bis hin zum Vereinstrainer einig. Die Freude war immens groß. Johanna Elsig hat hier auch bei Turbine Potsdam eine ganz lange Leidenszeit gehabt mit ihren vielen Verletzungen in der Vergangenheit. Sie hat jetzt konstant über 2-3 Jahre richtig gute Leistungen gebracht und insbesondere jetzt vor Weihnachten hat sie in absoluter Topform gespielt und aus meiner Sicht ist sie total verdient bei dieser WM dabei und ich hoffe auch, dass sie genügend Einsatzzeiten bekommt. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiß natürlich, dass es bei einem langen Turnier wie bei einer WM auf die Stärken der Potsdamer Innenverteidigerin ankommen kann. Und das, obwohl Johanna Elsigs Nationalmannschaftskarriere aufgrund von Verletzungen erst relativ spät vor 2 Jahren gegen Kanada in Erfurt begann. Ich bin in der 70. Minute eingewechselt worden für Josephine Henning und das war gegen Kanada in Erfurt. Meine Eltern waren gucken, meine Mama war mega aufgeregt, konnte natürlich wieder nicht richtig hingucken, was so passiert und so, wie das bei Eltern ist. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut, es war mein erstes Länderspiel, es war einfach was Besonderes. Pünktlich zur WM hat sich die kopfballstarke Defensivspezialistin auch in der Nationalmannschaft unverzichtbar gemacht und konnte dabei auch wertvolle neue Erfahrungen neben dem Platz gewinnen. Zum Beispiel im Frühjahr bei den Media Days in München, bei denen der DFB seine PR-Offensive für die WM startete. Ich war schon bei den Medientagen für die Europameisterschaft damals dabei, aber da hatten wir schon unsere damaligen Trikots. Diesmal war es wirklich komplett neu und ich finde das Trikot sehr schön und auch einfach mal zu sehen, was denn eigentlich alles so für eine WM gemacht werden muss, welche Spots gedreht werden müssen, welche Werbemaßnahmen gemacht werden müssen und so weiter. Ist schon ein Riesenaufwand, was der DFB betreiben muss und auch für die Spielerin selber ist das halt viel. Ne? Also 2 Tage nonstop, durchgehend Fotos, Werbespots, Aufsager und so weiter, aber es hat Spaß gemacht. Dabei wurde auch das neue WM-Trikot vorgestellt. Das erinnert mich so ein bisschen an die WM 2014 von den Männern in Brasilien, als die Weltmeister geworden sind. Und ja, vielleicht ist es ein gutes Omen. Mit dem schicken neuen Trikot will Johanna Elsig nun mit der Nationalmannschaft ihr erstes großes Turnier spielen. Frankreich kann dafür die gebürtige Rheinländerin zu einem ganz besonderen emotionalen Ort werden. Das hatte sie schon beim Testspiel im Frühjahr gespürt. Ich hatte Gänsehaut bei der französischen Hymne, das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Es war ein relativ kleines Stadion und trotzdem hat es gereicht, dass als alle diese Nationalhymne mitgesungen haben, ja, Gänsehaut zu entfachen. Und die Stimmung war super. Frankreich ist eine super Nation, mit denen sehr zu rechnen ist auch bei der WM. Und dementsprechend hat das schon so ein bisschen die Euphorie auf die WM gesteigert. China, Südafrika, Spanien. Die deutsche Vorrundengruppe ist bunt gemischt. Vor allem die schnellen, technisch starken Südeuropäerinnen nötigen der Turbine-Abwehrchefin Respekt ab. Ich glaube, es ist ein guter Mix. Allerdings denke ich, dass Spanien der stärkste Gegner sein wird. Wir haben letztes Jahr schon mal gegen die gespielt. Da waren sie sehr spielstark. Es ist eine Mannschaft, die wirklich Fußball spielen möchte. Bei dem Spiel gegen die Spanierinnen allerdings wird sich Johanna Elsig über eine ganz besondere Unterstützung freuen können. Ein Spiel, das Spiel gegen Spanien, ist in Valenciennes, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und das ist nur 200 Kilometer von meiner Familie weg, von meinem Wohnort. Und ja, dementsprechend werden die auf jeden Fall gegen Spanien dann auch im Stadion sein. Johanna Elsig ist nicht unbedingt der Typ, der ständig kleine Rituale pflegt und mit einer ganzen Tasche voller Glücksbringer zu einem Turnier fährt. Eine Ausnahme macht sie dann aber möglicherweise doch. Vielleicht hilft es, ich weiß nicht, so ein bisschen heimischen Rasen unterm Fußballschuh noch zu haben. Ich weiß es nicht genau, aber sowas an was Bestimmtes denke ich jetzt eigentlich eher nicht, weil ich jetzt nicht so der Mensch bin, der so mega viele Rituale vorm Spiel hat oder irgendwas mitnehmen muss, um Glück zu haben oder sonstiges. Die Turbine-Verteidigerin vertraut da ganz auf ihre eigenen Stärken. Und dass ihr bei ihrem ersten großen Nationalmannschaftsturnier irgendwann die Decke auf den Kopf fallen könnte, auch davor hat sie keine Angst.
Also neben dem ganzen Training, was man dann natürlich auch hat, auch einfach mal raus aus dem Hotel gehen, vielleicht ein bisschen die Gegend erkunden, aber sicherlich auch mit Serien schauen und Spiele spielen mit den anderen. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Zeitvertreib, wo die Zeit schnell wirklich auch rumgeht und wo man auch Spaß zusammen haben kann. Gutes Stellungsspiel, kompromisslos in den Zweikämpfen, dazu noch kopfballstark und torgefährlich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiß, warum sie sich für die Innenverteidigerin aus Potsdam entschieden hat. Und auch Johanna Elsig hält große Stücke auf ihren DFB-Chefcoach. Sie kommt gut mit dem Team, glaube ich, auch klar. Ich bin mit ihrem Training sehr zufrieden. Also gute, abwechslungsreiche Sachen dabei, auch wo man wirklich was lernen kann. Und sie fordert einfach 100% in jedem Training. Und ich glaube, dass man das auch braucht, um halt wirklich dann letztendlich auch im Finale spielen zu können. Und sie ist halt so ein Winner-Typ, hat man das Gefühl. Sie ist so mit richtig Leidenschaft auf dem Platz dabei und tut einfach alles dafür, was in ihrer Macht steht, um uns halt zum Siegen zu verhelfen. Und ja, wir müssen das Ganze dann auf dem Platz versuchen umzusetzen. Und wenn Johanna Elsig und ihre Mannschaftskolleginnen den Plan der Bundestrainerin konsequent umsetzen, dann kann es sein, dass die Potsdamerin zusammen mit den anderen den Pokal in den Pariser Abendhimmel strecken kann. Es wäre die perfekte Vollendung ihres lang gehegten Nationalmannschaftstraumes. Also ich glaube schon, dass wir das Zeug dazu haben, ins Finale zu kommen. Und auch dementsprechend dann, wenn man im Finale steht, will man auf jeden Fall auch diesen WM-Titel holen. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft sind, die ja sehr gemischte Charaktere hat, auch gemischte Stärken, auch gemischte Alter, auch vom Altersdurchschnitt einfach gemischt sind. Und ich glaube, dass man sieht, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Natürlich ist noch einiges zu tun, aber wir haben noch ein paar Wochen Zeit, um uns wirklich einzustellen und einzuspielen. Und ich glaube, wenn dann alles hoffentlich passt, dann haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, auch das Finale zu spielen.